L3D. Du machst ja Waffeln. Ja, manchmal. Ach was. Ja, tatsächlich. Wow. Wusstest du eigentlich, wie die erste Waffel damals entstanden ist? Nö. Aber kannst du mir das nicht vielleicht erzählen? Ja, das steht in meinem. Ich habe das hier in meinem Buch. Sehr gut, gut vorbereitet. Das Waffel, ja, ja. Perfekt. Das große Waffelbuch. Das war schon viele, viele Jahre her, also Jahrhunderte sogar, damals, als das Internet noch schwarz-weiß war und jemand in der Ecke Klavier gespielt hat dazu. Ui. Damals aß man den Teig noch roh, der hieß auch nicht Waffelteig, sondern nur Teig, also roh, ne? Also flüssig. Machen manche Leute ja auch heute noch, weil Waffelteig. Das ist ganz lecker. Lecker. Na, aber ja, nun, so auch im fernen Island begab es sich, dass ein junges Mädchen namens Vafaldursdottir einen großen Krug Waffelteig zu ihrer Großmutter bringen wollte, damit die alte Oma auch mal was Leckeres zu essen hat. Sehr liebes Kind, ja. Ja, und naja, sie lief da halt so, war so unterwegs, ne, zu Fuß. Und ja, Island ist zu Fuß ein recht großes Stück Land. Als plötzlich ein riesiger Vulkan mit unaussprechlichem Namen, mit mindestens 15 Zeichen, die keine Sau kennt, ausbrach. Uiuiuiui. Ja. Und Vafalda konnte sich noch knapp retten, sie ließ allerdings den Tonkrug fallen, der zerbrach und wurde unter einer Schicht glühend heißer Lava begraben. Vafalda selbst, also sie wurde von allen nur Vafalda genannt, weil Vafaldursdottir ist halt so ein bisschen, als ob man eine Waffel im Mund hätte. Ja, rannte zurück ins Dorf und es ist ihr aber nichts passiert. Zum Glück. Zum ja. Glück, ja. Der Oma auch nicht. Oh, nur die hatte dann halt keine Waffeln, keinen Waffelteig. Ah, gut. Den kann man ja neu machen. Ja. Ein paar Jahre später hat man dann da, wo Vafalda den Tonkrug fallen gelassen hat, gegraben. Und fand da, also man fand unter anderem die Tonscherben, aber auch den Waffelteig. Der war ganz flach gedrückt und hatte aus einer Laune der Natur heraus ein ganz lustiges Muster, so quadratisch, praktisch. Oh, cool. Gut. Ja, ja. Und jemand hat sich dann auch nicht nehmen lassen, mal ein Stück davon zu probieren und fand, gar nicht lecker, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker drauf, so, oder Chili-Honig. Mhm. Ja. Ja. Ja, und dann hat man sich überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht immer so? Naja, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, immer einen ausbrechenden Vulkan zu finden, wo man dann die Tonkrüge mit Waffelteig... Ja, naja, du weißt ja, wie das ist mit so Erfindungen. Die meisten Erfindungen werden durch Zufall erfunden. Das ist wie Louis Pasteur mit der pasteurisierten Milch. Dem ist auch das Haus abgebrannt und in der Ruine hat er dann noch eine Flasche Milch gefunden. Hat sich gedacht, na, die kann man sicher noch trinken. Und der hat dann auch angefangen auszurechnen, wie viele Häuser er in Frankreich niederbrennen muss, um für einen Tagesbedarf. Aber der damalige, also der König war da, oder Präsident, oder der war da nicht so begeistert davon, obwohl Pasteur gesagt hat, ja, man kann ja unterdessen auch wieder versuchen aufzubauen. Ja. Ne? Aber ja, naja, jedenfalls dasselbe Problem hatten sie auch in Island. Ja. Hat sich aber jemand überlegt, wir haben doch diese Geysire. Stimmt, ja, die gibt es da. Da kommt heißes Wasser raus. Aber heißes Wasser und Teig, ja. Wird vielleicht ein bisschen flüssig, der Teig dann. Teigschorle. Ja. Nee. Also hat man sich überlegt, man könnte ja, man muss ja auch irgendwie, also die Lava hat den Teig platt gedrückt. Also nehmen wir einen Stein, einen flachen Stein, legen den auf den Geysir, der Geysir bricht aus, erhitzt den Stein, der Stein fliegt weg durch den Druck des Wassers. Und da stellt sich dann das nächste Problem. Man weiß nicht genau, wo der landet, weil
den zweiten, du hast ja noch einen zweiten Stein mit dem Teig drauf. Mhm. Der muss ja da liegen, wo der erste Stein angeflogen kommt, ne? Und dann, oder? Ja. Platsch und pff und back. Dass man die Waffel danach noch wenden muss und das Ganze noch ein zweites Mal, damit sie gut durch ist, das ist dann noch ein weiteres Problem, aber da kommen wir noch dazu. Ja, jedenfalls musste dann halt jemand mit dem Teigstein, den nannte man so, quasi rumrennen. Hey. Die Leute riefen dann so, nach links, das andere links. Schön. Je nachdem, wie gut der Fänger war, gab es dann entweder Waffen oder halt Verletzte. Ja, das ist, man munkelt auch, dass die Isländer Waffelbäcker den Helm erfunden hätten, aber ganz sicher ist man sich da noch nicht. Ja, jedenfalls war das ein bisschen aufwendig, aber in manchen Regionen der Welt wird das auch immer noch so gemacht. Allerdings werden da keine Waffeln gebacken, sondern da wird dann Baseball gespielt. Mhm. Weil schon. Ist dann halt leider nicht mit Waffelteig. Ja, es ist komplett sinnlos, aber die Leute haben Spaß. Das ist auch wichtig. Ja. Wo war ich? Island. Waffeln. Genau. Wir haben diesen Teig jetzt gefangen mit Waffelfängern und dann wurde das durch die Hitze vom Stein durchgebacken. Und dann danach gewendet, zweiter Stein drauf, zweitgeisier. Wieder gefangen und zack, war die Waffel. Eine Waffel. Erstmal die Steine noch weg, weil sonst crunchy. Ja, zu crunchy ist eigentlich. Steinwaffel. Genau. Zum Glück hat man dann später die Elektrizität erfunden und hat festgestellt, dass man damit Eisen heiß machen kann. Das ist praktisch. Genau. Und man hat dann eine Konstruktion, also von einem, quasi ein Eisen, wo man den Teig so draufgießen kann. Und dann zuklappen und dann backt es auch von oben herab und von unten herauf quasi zur Mitte hin die Waffel durch. Mhm. Und wenn man zu lange wartet, dann wird sie schwarz, aber das ist, ja, wie man es halt mag. Das alte Waffelbäcker-Sprichwort lautet ja auch, once you're black, you don't go back. Ja. Jedenfalls hat sich das dann so eher durchgesetzt und die Waffel wurde massentauglich. Ach cool, und dann daraus wurde dann das heutige Waffeleisen, das man kennt. Genau. Ja cool, das ist eine faszinierende Geschichte. Wusste nicht, dass das so ist, aber wieder was gelernt. Genau, und weil eben Wafalda die erste war, die quasi, wenn auch unbeabsichtigt die erste Waffel gebacken hat, wurde die Waffel nach ihr benannt. Aha. Und damit auch der Waffelteig. Ja, und bei uns heißt das nicht Waffelbar, sondern Waffel. Waffel, genau. Ja, cool. Weil man hat ja nicht immer so viel Zeit. Ja, das stimmt. Waffel haben wir uns dran gewöhnt. Wollen wir jetzt auch nicht mal umbenennen. Ja, so war das. Ja, cool. Danke. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Damit zurück in die Live-Show.